Ihr Stellenwert fürs Team groß, ihre Bedeutung jedoch oft unterschätzt. Ihr Spielstil vielleicht unauffällig, aber essentiell für den Erfolg. Wer läuft in seinem Team unter dem Radar? Wer sind die unterschätzten Spieler der Bundesliga-Teams? Er ist das Danish Dynamite des BVB. Thomas Delaney, ein kompromissloser Sechser. Sein Zweikampfverhalten knallhart. Er verrichtet die wichtige Defensivarbeit im Mittelfeld, damit das Offensivspiel bei Borussia Dortmund zündet. Er ist eben niemand, der den Gegner austrickst, sondern im Zweifel einer, der den Gegner abräumt und damit seinen Mitspielern den Rücken frei hält, damit die vorne zaubern können. Profitiert haben davon in der Vergangenheit viele Spieler, die vor ihm spielen, vor allem aber Axel Witzel, der Mittelfeldstratege des BVB, der deutlich stärker ist, wenn er eben nicht den defensiven Part übernehmen muss, wie das Delaney tut, sondern wenn er etwas freier agieren kann und weiß, hinter mir ist noch jemand. In dieser Saison kommt der Sicherheitschef beim BVB in der Liga allerdings nur auf 6 Einsätze. Eigene Zweikampfhärte bedeutet eben auch eigenes Risiko. Seit dem 12. Spieltag ist der Däne verletzungsbedingt außen vor. Aber Delanys Wert für die Schwarz-Gelben zeigt sich nicht nur auf dem Platz. Er ist schon einer, der auch auf Strömungen innerhalb der Mannschaft achtet und dessen Wort dann durchaus auch mal Gewicht hat, wenn er es ergreift. Er hat es mal so beschrieben, dass er eigentlich derjenige ist, weil er ja ein paar Jahre älter ist als viele andere, der im Grunde mit so einem kleinen Grüppchen von Welpen durch die Gegend marschiert und ab und zu mal aufpassen muss, wenn die zu viel Mist machen. Wenn es sein muss, haut Thomas Delaney nicht nur auf dem Platz dazwischen. Die Defensivarbeit von Dortmunds Danish Dynamite möglicherweise unterschätzt, aber wichtig für ein explosives Offensivspiel des BVB.